Hallo, hier ist euer Malte aus dem Ammerland. Heute wollen wir unsere Kuhweiden mulchen oder Jungvieh weiden, da wir möglichst wenig Auswinterungsschäden haben möchten und auch einen sauberen Bestand, der in den Winter geht. Warum machen wir das? Das ist einmal, wenn das Gras zu lang in den Winter geht, denn wie heißt, verfriert uns das, wenn wir einen richtig harten, kalten Winter kriegen. Und was noch ein Grund ist, das haben wir, weil wir im letzten Jahr einen sehr milden Winter hatten, sind dies Jahr die Wühlmäuse relativ schlimm. Und ich kann euch das ja mal zeigen, warum wir das denn sonst noch machen. Nehmen wir jetzt einfach mal so einen Spat hier raus. Wenn ich das denn hier aufklappe, kann man hier sehen, wie die Wurzeln hier sind. So, hier sind jetzt die vielen kleinen Wurzeln und die Mäuse, die machen sich hier solche kleinen Gänge durch. Und somit machen die Wurzeln kaputt und das friert im Winter die Wurzeln. Und so wie übers Jahr gesehen, machen die Mäuse da einen Schaden, dass zum Beispiel bei Trockenheit das Gras da als erstes vertrocknet. Und diese Mäuse, die sitzen hauptsächlich in den langen Gras drin. Und darum mulche ich das einmal kurz, wie man hier vorne auch sehen kann. Hier habe ich schon Fahrbahn gemulcht, dass es etwas kürzer in den Winter geht. Wir hoffen so, dass wir möglichst wenig Schäden haben. Und ja, dann könnt ihr gleich noch kurz zugucken. Und ich verabschiede mich dann und sage bis zum nächsten Mal. Tschüss.